VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Ja, die Zielsetzung ist klar. Wir wollen auf jeden Fall eine Runde weiterkommen im Landespokal. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Grundsätzlich sieht man ja auch bei allen Mannschaften in der dritten Liga, dass es sehr, sehr schwer ist. Jedes Spiel ist wirklich wackelig und so. Das hat man auch jetzt zum Beispiel bei Lotte wieder gesehen, in der 93. Minute gewonnen. Also wichtig ist, dass wir einfach weiterkommen und die Mannschaften sind mittlerweile so gut eingestellt, dass sie auch konkurrenzfähig sein können über ein Spiel. Wir müssen sehen, und das ist unser Ziel, weiterzukommen. Nicht groß nach Qualität fragen, sondern nur in die nächste Runde einkehren, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Es gab einige Blessuren jetzt auch nach dem Spiel in Regensburg. Wie ist der aktuelle Stand im Kader? Ja, es ist so, dass Robert Müller leicht angeschlagen war. Kefkir ist angeschlagen, der Totti ist leicht angeschlagen. So, wir haben die ein oder anderen Sachen aus den bisherigen Drittligaspielen, die so ein bisschen wehgetan haben, aber es sind alles keine großen Sachen, sondern kleine Sachen. Und insofern denke ich, dass wir im Großen und Ganzen sicherlich fast alle Spieler zur Verfügung haben werden. Wir haben jetzt morgen noch einmal Training und dann muss man sehen, wer am Samstag dabei ist. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.